Guten Tag, ich hätte gerne aus der Bundespressekonferenz berichtet heute, aber das geht nicht. YouTube zensiert, meine 131.000 Abonnenten bekommen heute nichts zu sehen. Sie wissen nicht einmal, dass ich gesperrt bin. Zuerst gesperrt, dann wieder freigeschaltet, dann wegen des gleichen Videos wieder gesperrt. Zuerst schon mal 3 Tage gesperrt, dann wegen des gleichen Videos noch mal eine Woche. Es ist Willkür wie in einem Kafka-Roman. Ich habe heute auf der Bundespressekonferenz die Sprecherin von Frau Merkel, Ulrike Demmer, ehemalige Fokus-Kollegin von mir, danach gefragt. Sie antwortete ausweichend wie immer und ich habe explizit gesagt, wie kann die Bundesregierung sagen, sie habe nichts mit der Zensur zu tun, wenn Frau Merkel 2015 Herrn Zuckerberg gebeten hat, umstrittene Inhalte zu sperren. Das war auf einer Konferenz in Amerika. Die Frau Merkel dachte, das Mikrofon ist aus, es war aber noch an und so haben es alle gehört. Und Frau Demmer sagte einfach, ja, ich weiß davon nichts und ich verweise auf das, was Herr Seibert die letzten Male gesagt hat. Ich habe heute auf 2 Pressekonferenzen diverse Fragen zu Corona gestellt, sehr brisante Fragen in meinen Augen, wo es wieder um ganz merkwürdige Zahlensachen geht. Keine einzige von diesen Fragen wurde gestellt. Auf der ersten Konferenz wurde die Frage nicht gestellt mit Spahn und mit Wieler. Auf der zweiten wurden sie nicht gestellt, obwohl auf der zweiten noch Zeit war. Die war vor dem normalen Ende zu Ende. Dann wurde extra nochmal gefragt, hat noch jemand Fragen, dass ich noch Fragen hatte. Die wurden einfach übersehen. Zufälle gibt es, die gibt es gar nicht. YouTube zensiert, die Bundespressekonferenz lässt mich nicht fragen. Es ist faszinierend. Ausgerechnet der Hans Jessen von Jung und Naiv hat dann den Herrn Wieler noch danach gefragt, hat meine Geschichte aufgegriffen, hat gesagt, wie kann es denn sein, dass diese Zahlen nicht stimmen bei der Impfeffektivität? Und er hat das aus seiner Sicht aufgegriffen und gesagt, damit wird den Impfgegnern ja Nahrung gegeben. Und Herr Wieler konnte auch wieder nur ausweichend antworten. Er sagte nur, ja, man habe das ja ergebnisoffen so gemacht. Der Herr Jessen hackte dann nochmal nach, er sagte, nein, es ging ja aber in die eine Richtung und da hat Herr Wieler dann auch wieder nur völlig ausweichend geantwortet und natürlich ist das bequem, wenn meine 331.000 Abonnenten das nicht zu sehen bekommen. Wir leben wirklich in einem Land, in dem die freie Meinungsäußerung faktisch abgeschafft ist. Sie gilt für diejenigen, die sie richtig sagen, sie gilt im Privaten, aber wenn man als Journalist das öffentlich machen will, dann wird man mal kurz weggesperrt. Und deshalb heute hier, jetzt als Protest, sehen Sie nur das, was meine Abonnenten heute sehen. Sie sehen das Nichts, das schwarze Loch, das ist die Verantwortung von Ihnen, Herr Seibert, das ist die Verantwortung von Ihnen, Frau Merkel. Und egal wie scheinheilig Sie sich herausreden, Sie sind die Garanten des Grundgesetzes, da steht, eine Zensur findet nicht statt. Und mit Ihrem Wegducken, mit Ihrem Schweigen sind Sie schon mitschuldig an dieser Zensur. Ich rede gar nicht davon, was hinter den Kulissen geschieht, dass zum Beispiel Frau Merkel dem Herrn Zuckerberg das einfach sagt, er solle da mal löschen. Es ist eigentlich unerträglich. Ich überlege jetzt, wie ich mit YouTube umgehe. In meinen Augen sind die Methoden von YouTube kriminell. Sie werden jetzt fragen, warum kriminell? Ein Beispiel. Mein Kanal wurde schon vor einem Jahr demonetarisiert. Das heißt, Werbung wird verboten. Bei 331.000 Abonnenten ganz wichtiger Faktor. Und zuvor hatten Menschen schon zielgerichtet Unterstützung geschickt. Super nennt sich das auf YouTube. Also kann man für einen Kanal, für einen Kanalbetreiber spenden. Von diesen Spenden habe ich nie einen Cent gesehen, die hat einfach YouTube behalten. Das ist in meinen Augen kriminell, genauso wie es kriminell ist, wenn man dann zum Beispiel sperrt, entsperrt und dann wieder sperrt und das wieder länger macht, deswegen eine längere Sperre macht. Und ich überlege mir jetzt, wie ich mit YouTube umgehe. Zunächst mal werde ich, wenn der Kanal wieder frei ist, bis auf Weiteres dort nur noch Ankündigungen machen. Ich weiß, für viele ist es schwierig und es ist unbequem. Aber dieses Zensurspiel, diese Machenschaften dieses finsteren Konzerns, anders kann man es nicht sagen, die will ich nicht mehr mitmachen. Und bitte aber nicht vergessen, es ist nicht der Konzern, dem geht es um Geld. Geld, 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 das ist alles und Einfluss. Wenn die Politik dahinter nicht Druck machen würde, dann würden die sich nicht so ins eigene Fleisch schneiden. Die Verantwortlichen, wer da im Hintergrund Druck macht,
die kennen Sie alle. So, und jetzt mache ich wirklich das, was mir am schwersten fällt. Ich halte den Mund und zeige Ihnen das, was meine Abonnenten heute sehen. Nichts. Alles Gute, danke, ciao. Ja, fast hätte ich es vergessen, nein, kein Backstage. Und das nochmal bitte, weil ich gesperrt bin, verbreiten Sie dieses Video, laden Sie hoch, es hoch, wo immer Sie es können. Meine Abonnenten wissen ja nicht mal, dass ich zensiert bin. Deshalb bin ich jetzt auf Ihre Mithilfe angewiesen. Bitte hochladen dieses Video, verbreiten oder verlinken. Alles Gute, danke, ciao.
Nächste Frage hat der Reitschuster.